Herr Bolliger, heute Abend der Anlasshandel im Wandel. Wie verändert sich der Handel in der Stadt Zürich? Wie werde ich in 20 Jahren im Migros posten? Ja, da gibt es verschiedene Szenarien. Ich finde es sehr gut, dass die Stadt aufgenommen hat. Weil es wird nicht das Szenario geben. Ich bin überzeugt, es wird eine Kombination sein von verschiedenen Szenarien. Es wird Leute geben, die sehr digital das Ganze abwickeln und total in dieser Welt in sich zurechtfinden. Und es wird einen Teil der Leute geben, von der Bevölkerung, die mit dieser Welt sehr wenig anfangen kann und lieber traditionell gehen posten. Immer wieder mal ein Stichwort Erlebnis gefallen. Erlebnis im Detailhandel. Haben Sie das Gefühl, dass man vielleicht in Zukunft auch Frischwarenprodukte online kauft, zum Beispiel über Ihren Shop Le Shop, und nachher irgendwie im Migros für Erlebnis noch gar posten? Ja, die Frage, jeder stationäre Händler muss sich überlegen, wie kann ich mich differenzieren zu diesen Online-Angeboten, wo ich bin besser. Ich bin sicher nicht besser beim Sortiment, bei der Auswahl bin ich nicht besser, beim Preis bin ich nicht besser. Ich kann nur dort besser sein, wo der Mensch eine Rolle spielt. Und da spielt das Verkaufspersonal. Und die Herausforderung auch vom Verkaufspersonal heute ist natürlich, dass die Kundinnen und Kunden, die in die Läden kommen, sehr gut informiert sind. Sie haben sich nämlich online informiert, wissen sehr viel. Und der Unterschied kann ich nur mit den Leuten machen, mit einem guten Service, mit gutem Verkaufspersonal, vielleicht mit einer Zusatzdienstleistung, vielleicht Sachen nach Hause bringen, daheim montieren und eine gute Beratung. Das wird entscheidend sein. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig jetzt im Fall auch Migros, wo immer mehr Self-Checkout kommt. Personal fällt weg. Ja, das will man, glaube ich, unterscheiden. Aber wenn ich Fleisch einkaufe an der Fleischtheke und hinten dran einen Metzger, einen Fachmann habe, der mich eben auch beraten kann, wie das Fleisch zubereitet soll, wie lange es soll bröteln, wie es soll backen, wenn ich es im Backofen tue, oder einen Fischverkäufer habe, der mir noch etwas sagen kann zum Fisch, von der Herkunft her, welche Fisch, der kann sagen, dass die Fische kommen aus der und der Zucht oder die Fische kommen aus dem Wildfang. Genau das macht es eben aus. Gleich haben sie bei einer Käsetheke, wenn sie eine Verkäuferin haben und ihnen dort noch erklären, woher der Käse kommt, ein bisschen mehr kann sagen, von der Zusammensetzung von der Alp, wo das herkommt. Das ist der Macht der Mehrwert. Das sind Sachen, die auch kleine Läden machen können, zum Beispiel in der Stadt Zürich, zum Beispiel an der Langstrasse, wie man es gerade in den letzten Tagen gehört hat, ein Schuhladen, wo ihre Verkaufsfläche muss verkleinern, weil das grosse M dort ankommt und mit einem neuen Thai-Food-Laden ihre Ladenfläche wegnimmt, weil sie die Miete besser zahlen können. Das Problem ist natürlich für die Schuhläden, ist natürlich allgemein, dass die Schuhläden, die im mittleren Preissegment positioniert sind, ein riesen Problem haben. Und ich denke, früher oder später müssen sie dort entweder den Verkaufsstandort aufgeben oder verkleinern, weil sie können einfach nicht mithalten. Weil der Schuhmarkt tut sich extrem online-affin. Sie haben ein riesen Angebot, wenn sie die Zalando-Angebote schauen. Oder dann haben sie sehr tiefpreisige Angebote. Und gerade jetzt für einen Schuhhändler, der im mittleren Bereich positioniert ist, der muss sich gut überlegen, wie sie das Geschäft in Zukunft machen. Haben Sie das Gefühl, dass zum Beispiel gerade Sonnenladen Zeit verpasst hat, verschlafen hat, um in die Zukunft zu schauen, wie können wir uns orientieren und in Zukunft unser Sortiment ausbauen oder unseren ganzen Verkauf? Ja, ich denke, es ist gerade vor allem für ein Familienunternehmen sehr anspruchsvoll, weil gerade die Entwicklung im Online-Bereich, das ist sehr viel Geld. Und da müssen sie sehr mutig sein, dass sie die Investition machen und wenn sie einen Standort haben, sie können es fast nicht zahlen. Und darum ist das wirklich eine grosse Herausforderung. Ich weiss nicht, ob das alle können. Und darum ist es einfacher für einen, der rein digital kommt, ein junger Online-Unternehmer, der nur online kommt, für den ist es natürlich viel einfacher einzubrechen, in den Markt hineinkommen. Der braucht nicht zuerst eine Ladenlokalität. Und das ist eigentlich das, wo die Detailhandel grundsätzlich umwälzt. Erlebnis ist jetzt auch vorhin in dieser Diskussion immer wieder gefallen. Detailhändler müssen so vielleicht im Laden das Erlebnis bieten und haben dann online den Shop, wo die Leute ihre Produkte kaufen. Was haben Sie das Gefühl? Wie ist das jetzt zum Beispiel an dem Beispiel von Ihnen? Wie müssen da vielleicht die kleinen Läden auch noch dahinter, um vielleicht so ein Erlebnis zu kreieren? Ich glaube, ja, die Angebote von Erlebnis kreieren, das kann beispielsweise in einem Quartier eben sein, dass man auch die Möglichkeit hat, irgendwie dort noch einen Espresso zu trinken oder sonst etwas zu trinken und ein bisschen einen Schwatz zu halten mit dem Nachbarn.
Das kann aber auch sein, und das denke ich, das wird enorm zunehmen, dass man Kooperationen eingeht. Dass man nicht mehr nur einfach ich bei meinem Laden, sondern dass man vielleicht verschiedene Angebote unter einem Dach flexibel kann reagieren oder mit anderen zusammen vielleicht verschiedene Filialen betreibt, um eine gewisse Grösse zu bekommen. Ich denke, Flexibilität und Offenheit und Kooperationsbereitschaft wird immer wichtiger werden. Es gibt in der Stadt Zürich an verschiedenen Ecken, zum Beispiel am Hauptbahnhof, immer wieder so Pop-up-Stores. Das sind Läden, die über eine beschränkte Zeit dort einen Laden haben. Also haben Sie das Gefühl, wie steht die Chance in der Stadt Zürich, wo recht, recht viele Läden hat, nicht viele freie Flächen hat? Gibt es dort Chancen, dass so ein System an gewissen Punkten könnte in Zukunft fix stationiert sein? Also das Wesen von Pop-Up-Stores ist ja eben genau, dass sie zeitlich beschränkt sind. Darum geht es sicher nicht darum, ob das noch immer fix ist, sondern es geht oft um Zwischenlösungen, es geht um eine beschränkte Zeit. Das ist etwas, was wir im Moment sehr beobachten in der Stadt Zürich, wo es leere Flächen hat oder für eine bestimmte Zeit leere Flächen, dass so Pop-Up-Stores reinkommen, weil sie dort sind und wieder weggehen. Das ist etwas Neues, etwas Attraktives. Aber es ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn irgendein Traditionsladen noch immer zumacht, wo man schon seit vielen Jahrzehnten kennt und gerne hergegangen ist und plötzlich muss er schliessen. Also das ist ja auch etwas, was die Leute eigentlich sehr gerne haben. Aber ich denke, so die flexiblen Nutzungen, die befristeten Nutzungen, die werden auch zunehmen. Das ist aber schwierig in der Stadt Zürich, auch weil immer wieder, wenn man so ein Gewerbe eröffnen will, sind Sachen, die man muss bewilligen lassen von der Seite der Stadt. Und das braucht meistens Zeit. Dort war ein Thema in der Diskussion, die auch gegen Sie eigentlich gekommen ist, dass viele Sachen, zum Beispiel wenn man jetzt einen Screen aufhängen im Schaufenster, dass man dann eine Bewilligung braucht. Und das dauert zu lang. Also wird es schwierig für einen Pop-Up-Store, der muss flexibel sein. Da sind wir als kommunale Ebene sind wir in der praktisch allen, in den allermeisten Bereichen, die müssen übergeordnete Gesetze umsetzen. Und natürlich können wir im Rahmen von der rechtlichen Möglichkeiten, und das finde ich auch richtig, schauen, dass wir möglichst effizient, möglichst kundenfreundlich sind und möglichst schnell können agieren. Aber wir müssen immer auch als öffentliche Hand sehr darauf achten, dass wir nicht willkürlich werden. Also, dass wir nicht jemandem dann etwas gewähren, wo wir bei jemand anderem müssen sagen, wir können leider nicht, weil das geht nicht. Und etwas, was ich persönlich mir ein grosses Anliegen ist, wo aber uns im Moment von den kantonalen Vorschriften leider nicht erlaubt ist, dass es spezielle Regelungen für Zwischennutzungen gibt. Also etwas, wo man weiss, dass es eben nur für eine kurze Zeit ist, dass dort nicht die gleich strengen Bedingungen dran geknüpft werden. Aber das ist etwas, wo wir in Diskussion sind. Es gibt lange Läden in der Stadt Zürich, traditionelle Läden, die schon lange in der Stadt Zürich verankert sind. Die kommen jetzt immer wieder so ein bisschen ins Bedrängnis von vielleicht grösseren Detailhändlern, aber auch vielleicht von jüngeren Detailhändlern. Zum Beispiel, wenn irgendwie ein Laden seit 40 Jahren an einem Standort ist, sie haben sich aber nie mit der Situation Digitalisierung, mit dem Thema auseinandergesetzt oder allgemein Handel im Wandel. Haben Sie das Gefühl, dass es in Zukunft einfacher ist, einen kleinen Laden, ein Läden zu haben, wenn man jünger ist und sich so ein bisschen mit der neuen Situation auseinandersetzt, als wenn es ein privater, älterer Laden ist, der keine Ressourcen hat, um sich mit dem auseinandersetzen? Die Frage kann ich so nicht beantworten. Wir haben 5 Szenarien, die sich recht stark unterscheiden, ausgeschaffen als Diskussionsbasis. Und ich hoffe natürlich, dass die Szenarien jetzt so diskutiert werden und damit alle, die im Laden betreiben, sich können das nutzen machen und Gedankenanstöße haben. Es ist ja schwierig für jetzt einen traditionellen Laden, dass sie sich auf einmal nach 40 Jahren mit einem Szenario, wo da vielleicht präsentiert worden ist, oder mit irgendeinem Szenario von der Zukunft auseinandersetzen, wo eigentlich gar nicht das ist, was sie die letzten 40 Jahre gemacht haben. Ja, natürlich, die Läden stehen tatsächlich vor grossen Herausforderungen mit dem veränderten Konsumverhalten und mit der Digitalisierung.